Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Was geht? Es wieder für was? Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Was geht? Es wieder für euer Lady und euer Zero Star. Jawohl. Und wir sind wieder zurück in einer weiteren Folge von Jawohl. So, meine lieben Freunde. Ich muss tatsächlich noch kurz, bevor wir anfangen, erstmal hallo Zero, wie geht's dir, mein Freund? Hallo, danke, dass du mich nicht ignoriert. Sehr schön. Ich muss dir gerade nochmal eine Sache klarstellen, meine lieben Freunde. Der Zero Star hat mich letzte Folge als Herzbrille tragendes Etwas abgestempelt oder beziehungsweise betitelt. Das kann ich natürlich so nicht auf mir sitzen lassen, weil das eine Falschaussage ist, ja. Mein In-Game-Charakter hat ja eine Herzbrille an, ich aber nicht. Und er hat ja zu mir gesprochen. Von daher hatte ich ein kleines Upgrade. Oh yeah. Der Zero hat sie tatsächlich schon gesehen, habe ich im Vorfeld schon in Discord gesagt. Aber extra besorgt jetzt, ja. Also sag noch mal einer, dass... Oh Gott, Alter. Das ist halt wirklich eine Brille, die hat rote Gläser, Alter. Keine Stärke. Ich komme mir gerade vor wie so ein richtiger Idiot, Alter. Also, wenn ich, wenn ich nachher, ich muss ja jetzt auch vorlesen. Ach du Scheiße, das wird ja nichts. Okay, pass auf. Also, wir haben hier Spuren der Menschheit 2. Müssen wir noch fertig machen, ja? Da ist beides hier. Beide Quests sind hier. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz meine Quests schauen. Irgendwie habe ich die Quest gerade nicht aktiv. Ja, pass auf. Ich mache einfach hier direkt. Warte doch mal kurz. Kann die Quest mal nachschauen? Kann das jetzt sein? Komm doch einfach mit, vertrau mir doch. Ja, ich sehe dich bei mir aber nicht. Na komm rein. Alter. Komm rein. So, sehr gut. Sio, einfach mal vertrauen, mein Freund. Ich habe kein Vertrauen in dir. Das ist die schlechteste Idee, zu vertrauen. Warum? Ich habe eine Herzchenbrille. Jetzt mach nicht so. Nur als Info, wir wollten schon vor 30 Tagen aufnehmen, gefühlt. Und immer war er schuld. In meiner Folge landet es sowieso nicht und da sich eh keiner für deinen Kanal interessiert, das hört eh keiner. Das war ein Scherz. Das war. Willst du mich jetzt gerade flachsen oder was? Was war das denn? Warum? Kannst du wieder rein? Ich weiß nicht, ich bin auf Ladebildschirm. Ich hoffe, du kannst wieder rein, sonst komme ich natürlich jetzt auch raus. Das hat sich aber gelohnt. Oh scheiße, ja, wie hast du das gemacht? Einfach Escape drücken und den Kampfareal verlassen. Eieiei. Heute aber jemand dezent gereizt, hä? Kann es sein? Und jetzt irgendwo, ich habe diese Quest wirklich nicht. Ja, aber hast du sie jetzt wenigstens aktiviert, ja? Ich hab sie nicht. Hast du die schon fertig, oder was? Eigentlich nicht. Also ich hab hier wütende, oh Gott, Alter, ich hab keine Sehstärke. Die Würde einer Königin und Spuren der Menschheit. Die hab ich nicht. Ja, dann hast du die wahrscheinlich schon fertig bekommen. Komisch. Ja, aber das ist... Hier ist die nächste Hauptquest für jetzt im Bunker. Ja, das machen wir dann auch, aber jetzt würde ich halt schon sagen, wir reißen die Nebenquests von ab, oder? Ja, dann wirst du die halt wahrscheinlich schon fertig haben. Kann ja sein. Wahrscheinlich. Ja. Ich habe jedenfalls auch eine Quest zum Abgehen, habe ich gerade gesehen. Ja, aber ich habe mir gerade 300 XP von meinen Gegnern geholt, Alter, bin jetzt in Führung. Das ist doch jetzt, eine grüne Quest, oder? Also eine wiederholbare. Nein, das sind so blaue Quests. Ja. Safe. Ja, du musst wieder ein bisschen näher ans Mikro ran, man versteht dich wieder kaum. Dann muss ich mich aber bei meinem OBS eingeladen. Ja, aber du bist gerade aus irgendeinem Grund leise geworden. Ich hab mich aber kein bisschen bewegt. Ja, warte mal, dann mache ich nochmal das Spiel einfach per Hotfix ein bisschen leiser. Meine mal. Ah, das ist sowieso alles komisch. Mein Kopfschutz ist jetzt komplett für den Arsch, wohin ihr rutscht. So, jetzt. Ja, kleiner Retalk können wir auch hier anschmeißen. Der Zero und ich, wir haben neulich auch privat ein bisschen geschnackt, ja, so wie sich das gehört. Und dann hat er ganz hektisch seinen Popschutz rauf und runter gezogen von seinem Mikrofon. Ich kann mir das auch nicht erklären, Freunde. Bin ich komplett ehrlich. Ja? Aber wir akzeptieren den Zero so, wie er ist.
Das hatten wir von Anfang an gesagt. Aua! Oh, scheiße. Verborgene Quest, 5-mal Rüstung zu schlagen. Okay, der war halt einfach tot, bevor die Rüstung zu schlagen war. Das war geil. Oh Gott, wo müssen wir hin? Oh, ich sehe nichts. Warte, ja, ich habe hier noch ein Köfferchen gehabt. Und rinn in das Ding. Oh Gott, das ist wieder so lang her. Das ist schon her. Ein paar Tage. Oh, wie übel. Und Zuckere! Okay, was sagst du, Zero? Mach mal eine kleine Info-Aktualisierung an der Stelle. Wie weit bist du denn jetzt mit deinem privaten Spielstand? Ich bin da früher fahren sollen. Also, wie war schon der nächste Stadt gewesen? Ein bitte was? Also, wie war schon der nächste Stadt? Also, ja, gut, bin ich ja mit der G-Aureal auch. Ja, aber Level habe ich jetzt keine Ahnung. Okay. Ich bin da vorher fahren sollen. Ja, und das auch. Also, Freunde, nur so als Info. Da war einmal ein Abend oder beziehungsweise an dem Wochenende war, glaube ich, mal ein Tag, wo du nicht konntest, gell? Und nee, das war, wo man in den Wettbewerb im Arsch gegangen ist. Stimmt. Da hattest du ja. Stimmt, das war. Diese riesige Pause hatte. Alter, das ist ja auch schon ewig her, gell? 2 Monate. Ja, so lange ist das nicht her. Nee, sagst du nicht? Ich schau mal bei dem Leben. Ich geh mal. Oha, ich geh mal den Raum hier clearen. Ja, ich Größenwahnsinniger. Ich hab halt direkt Manien eingestellt, ja? Ja, aber gar nicht auf. Ich kann mich so. Ja gut, aber du sagst es gerade, ich drück einfach mal auf eine Kuh auf Verdacht, weil. Also, Simo, du wirst immer leiser gerade. Ich mach da jetzt keinen. Ich weiß nicht warum. Denn jetzt ist aber ein Discord. Hm, das kann gut sein. Aber ich habe hier eine Truhe, wenn du brauchst. Also ich hab 3 Soulforce Limos rausbekommen und 5 Mega Mediboxen. Also ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber. Kannst du ja mal gerne reinschnuppern, wenn du das möchtest. Ich komme einfach auch. Ja, und nur zur Info, wir haben jetzt halt die Räume getrennt, dass wir halt einfach schneller diesen Raum abschließen können. Weiß nicht, musst du die Kiste auch nochmal aufschlagen? Nee, oder? Nee, lieber schon. Okay, gut. Hä, was ist denn das jetzt? Hä? Lol, ich habe mich komplett verdrückt, Alter. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen Q gedrückt, Alter. Ich will F drücken und drück Q, Alter, das war's für mich schon wieder komplett. Alter, wann habe ich das letzte Mal am PC gezockt? Obwohl, ist gar nicht so lange her, dass ich das letzte Mal am PC gezockt habe. Ja, aber da brauchst du ja. Also, da ist ja, sind ja die Taschenkombination gar nicht. Ja, guck mal, ich tue gerade wieder so, als wären das hier voll die übelsten Kombinationen. Es ist einfach nur 1 bis 5 durchdrücken. Ja. Und andauernd die linke Maustaste. Wie ich permanent 1 oder 2 spam. Ja gut, aber ich glaube, ich habe auf der meine Kombos gar nicht so gut gelegt auf der Haru, glaube ich. Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Also bei der G-Aureal habe ich übelste Kombos liegen. Also für mich gefühlt halt übelste Kombos. Ob es jetzt so ist, ja, wer weiß. Nee, doch über meine Gitarre. So, aber man muss dem Spiel tatsächlich zugute halten. Man kann jetzt die Cutscene überspringen. Das ist geil. Und man muss dem Spiel zugute halten. Also selbst wenn man jetzt noch Einträge liest im Internet, heißt es hier, das Spiel ist jetzt erst so richtig am Kommen. Also da bin ich mal echt gespannt, was da alles noch so passiert, weil... Das war ja eine ganze Zeit, war das Spiel tot. Ja, aber die schreiben wirklich, also das sind auch recht aktuelle Einträge, die schreiben... Naja, wenn es so ist, dann freue ich mich, aber... Ich glaub's erst, wenn es wirklich da ist. Ja, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass es auf dem asiatischen Raum einfach ein bisschen mehr Anklang findet. Ja, mach mal ein paar Heilungsbobbel, mein Freund. Das wäre halt echt süß von dir. Ja, mach ich gerade. Du musst ja kommen. Ah, okay, sind die bei dir irgendwo? Ah, ja, okay. Ja. Alles klar. Ah! Warum habe ich den anvisiert? Oh, danke. Ich habe den anvisiert. Wie visiere ich den wieder ab? Scheiße, ich habe, glaube ich, gefettfingert und nicht anvisiert. Weiß ich, okay, aber ich habe so das Gefühl, die Gegner werden ein bisschen stärker, ha? Wenn man ja. Manian spielt. Auf jeden Fall. Oder? Das kann schon sein, ja? Ja. Weil ich glaube, so hart gestruggelt haben wir noch bei keinem Gegner, oder? Ich hatte bei erstmal sehr gut gespielt, da hatte ich bei. Ah, jetzt haben wir aber hier! Geil! Im zweiten Spiel den Rugoturm bei dem Boss. Bei dem riesigen. Da hatte ich richtig Struggle gehabt.
Oh, und da sieht man, dass das Spiel halt wirklich dauerhaft geupdatet wird. Es wird dir kein S Plus mehr hinterhergeschmissen. Das war noch ziemlich kacke. Ja, aber normalerweise haben wir Manian eigentlich immer sehr gut und sehr schnell drauf, hä? Ja. Aber ich muss sagen, tatsächlich, bei mir ruckelt das Scheißspiel. Bei mir auch. Das also, aber da, ist ja immer so. Aber das gefällt mir jetzt gar nicht. Also es ruckelt sogar gefühlt mehr wie auf dem alten Rechner. Ohne Scheiß. Oder liegt es halt, blöd gesagt, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich jetzt gerade Brille ohne Stärke trage. Das kann natürlich auch sein, Alter. Dass ich da einfach nicht nachkomme, Alter. Aber ich meine, so schlimm ist das nicht. Ich glaube, ich habe... links habe ich minus 0,75 und rechts habe ich minus 1,25, glaube ich, irgendwie sowas. Ach, das ist ja putzig. Ja, nee, das geht schon. Ja, also ich sehe ohne Brille, aber... Wenn du es halt. Also ich könnte ohne Brille zwar zocken, aber lesen wäre vorbei. Und OBS könnte ich sowieso vergessen, irgendwas zu lesen. Okay. Also ich sehe den Bildschirm, sehe ich, auch was da los ist, aber ist wirklich was erkennen kann ich nicht. Okay, warte mal, die Würde einer Königin. Ich würde kurz verlesen, ja? Genau. Das war's. Dankeschön fürs Zuhören. Okay. Folge ist vorbei damit. Für den als Zuschauer. Oden, wie habe ich denn gesprochen, Alter? Weiß ich nicht. Ist das eine von der Königin? Äußerlich sieht das, sieht es der Essenz der Soliba sehr ähnlich. Gut, dann gib es mir. Wir werden es untersuchen. Keine Ahnung, inwiefern uns das hilft, aber allein seine Existenz hat bereits einen großen Wert für uns. Okay, ich muss mich echt hart anstrengen beim Lesen. Ich kann ja so nicht wirklich gut lesen, aber das ist jetzt der Next Level Shit, Alter. Vielen Dank. Ich danke dir sehr für deine harte Arbeit. Ah, eine Bitte noch. Bitte erzähl dem Sternhainkorb nichts davon. Bis dann. Alright, okay. So, und bei diesem, hier, bei unserem Latino-Kollege, der für die Kamera da ist, Spuren der Menschheit. So. Sag mal, hast du alle Exemplare beschafft? Jetzt müssen wir ein Ergebnis nur noch deinen letzten Vergleich durchführen. Der Dreh ist auch bald zu Ende. Ich habe große Erwartungen, aber auch große Angst, wie diese Dokumentation bei den Zuschauern ankommen wird. Es könnte sehr Selene möglicherweise schaden. Thanks, my boy. Du hast etwas gut bei uns. Yeah. Es hat mich sehr gefreut, mit dir und Dreh zu arbeiten. Ja gut, aber die Wiederholungsquests waren wir nicht. Die waren früher viel einfacher. Jetzt fucken die, glaube ich, echt ab. Okay, ich muss mal... Zwei normale Quests. Bei dir der zwei normale? Welche Quests hast du gerade abgegeben? Spuren der Menschheit, oder? Ja. Eins oder zwei? Zwei. Die habe ich letzte erst. Lul. Ja gut, aber dann wissen wir, was wir machen müssen. Oder willst du die nachholen? Ach, die kann ich nachholen. Okay. Ich glaube, ich muss mal diese Medipacks, die wo ich immer, der gibt 3000 HP und die geben 1500. Welche habe ich denn jetzt da sitzen auf der Queue? Die mit 1500 HP. 4500. Ach, hast du Boxen mit 4500? Ja, Bonbons. Oh, stimmt. Halt sofort 1200 HP. 120. Ja. Also eigentlich sind Bonbons halt 4500. Ja, ich glaube, ich ziehe mir auch die Bonbons ran jetzt da. Ohne Scheiß. Da habe ich 112 Stück. Voll geil, Alter. Ja, ich werde das noch kurz mehr mit Haus sortieren. Ja, warte mal. Ja, warum hast du das die Vorderaufnahme gemacht, du Schlaubeiger? Genau, ich sehe gerade, das wird sowieso noch schlecht, eh keinen Platz mehr in der Bank haben. Geil. Wenn du zur Tür füllen, wird da schon drin ist. So. Ich habe hier noch zweimal Vitamin-Traubensalat. Was war denn das jetzt nochmal? Ein Salat, der reine Vitamin belohnt, erhält nur frische Zutaten, Müdigkeit wegblasen. Achso, halt sofort 10 Eifer, ja moin. Ja, scheiße. Ja, aber Eifer-Probleme hatten wir ja bis jetzt noch nicht. Nee, Eifer-Probleme hatten wir. Wir hatten ein paar Eifelprobleme. Okay, da würde ich sagen Bunker, oder? Das ist ja. Aber das erste Mal jetzt Bunker, ja? Ja. Dürfte. Also, ich bin glaube mit der... Ja gut, Tiefenbrand heißt das, glaube ich. Ich weiß, dass ich bei der Map war... wo du die Bürogebäude als Map hattest und dann wo du in so einen Untergrund noch rein bist. Also ist das schon die nächste Stadt, ja, weil es ist tatsächlich mit der G-Aurel auch schon ein Weilchen her, bin ich gerade komplett ehrlich. Also das mit dem Bürogebäude, da bin ich gerade meiner.
Aber sag ehrlich, also die Bürogebäude-Quests, also wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber die haben schon hart abgefuckt, oder mit diesen Bodenstacheln. Ich glaube, ich bin noch gar nicht durch. Also, oh. Also vor allem, die kommen halt so unberechenbar, aber egal, das sehen wir dann wahrscheinlich so Folge 70 oder Folge 80 so. Welche Folge sind wir jetzt? 42? 3, nee. Das ist jetzt 45. 45 sogar. Oh Gott, wie lange nehmen wir denn eigentlich schon auf? 15 Minuten. 15 Minuten. Ja, 15 Minuten hast du. Ja, aber ich mache jetzt auch keinen Timer mehr an, weil ich habe jetzt schon den zweiten Bildschirm. Oh, es tut mir auch leid, wenn ich hier ab und an mal ein bisschen die Kamera verziehe. Das tut mir halt wirklich leid. Ah, okay, also wenn ich Umschalt-Shift drücke, also das obere Shift, dann visiere ich an. Dann visiere ich jemanden hart an. Umschalt-Shift? Also halt das obere Shift. Also du hast ja das untere Shift und das Shift, was ja feststellt, also die Feststelltaste. Es gibt einmal Shift und einmal Caps Lock. Das ist kein oberes Shift. Ich bin Zero! Ich stehe so. Oberes Shift? Was ja, jetzt sei doch ruhig. Ich hab reingekackt, ich weiß. Ist ja gut jetzt. Ist das gut? Nutze 3 Verbrauchs-Items. Ja, ich glaube, das wird passieren, Alter. Sollen wir eigentlich mal wirklich versuchen, also ich versuche mal ein paar zu pullen und dass wir die dann irgendwie zusammen wegschnatzeln, oder? Ich glaube, da müssen wir halt irgendwann demnächst, müssen wir, glaube ich, ein bisschen die Taktik ändern, oder? Ja, dann wird mittlerweile eindeutig schwerer. Ja, also ich sage auch komplett ehrlich, jetzt mit der G-Oriel, also ich glaube echt, dass es mit der auch wirklich die beste Taktik ist, einfach die Leute zusammen zu pullen und dann halt mit 2-3 Flächenschaden-Hits wegzuhauen. Okay, also ich weiß nicht, ob du hast so eine Hidden Quest? Ja. Welche? Lol, ich habe jetzt gerade irgendwie die schon bekommen mit 3 Verbrauchs-Items. Ja, mein, ja, das fehlt auf den Spider. Ich glaube, die haben 2 Verbrauchs-Items. Ach, nein, okay. Boah, aber mich, also Zero, du darfst mir jetzt das nicht übel nehmen, aber mich stört es gerade, dass das wirklich so krass ruckelt. Mich stört es gerade wirklich. Bei mir ist es so wie immer. Boah, schnell aus dem Weg. Ja, aber da ist okay. Ja gut, war auch jetzt einfachste Stufe, aber trotzdem. Jetzt gucken wir mal, ob unser Zero Star wieder ein S Plus hinkriegt. Also ich dürfte nichts bekommen, weil mich hat es einfach nur durchgezogen. Achso. Ach ja, müssen ja hier verlesen. Ach, benutzen. Alright. Ach ja, stimmt. Ah, jetzt. Alter. Ja, nee, nur S. Und ich bin so... Alter, du hast mich nur durchgecarried durch das Level. Warum bin ich besser im Ranking? Weiß ich nicht. Na, vielleicht, weil ich ohne ganze Zeit lang stillschiff und in der Zeit versucht habe, Items zu spammen. Tandu in der Zeit QE. Der hat auch keine merkt, ja. Die weil ich auch E habe, hat einfach 50 Sekunden Cooldown. Oh jo. Die Heilung kann ich nur einsetzen, wenn ich Schaden bekomme, also. Oh Gott. Ach ja, nur für die, wo es interessiert, natürlich. Ich lasse mir hier gerade so ein bisschen Flaum wachsen. Das ist tatsächlich mit voller Absicht. Weil ich habe tatsächlich vor, nochmal wieder zurück in Days Gone zu wechseln. Weil da hatten wir ja vor einem halben Jahr gefühlt den letzten Part und ich habe gesagt, ich mache da mal peu Parts, aber irgendwie hat es nicht so funktioniert. Ah ja, stimmt. Ja, aber ich muss erst kurz verlesen, ich bin ja bei dir. Obwohl, ne, ich kann ja mit Escape kann ja schließen, stimmt. So, Channel wechseln, Channel 18. So. Schade. Hallo, schade. Inständig. Haru! Luke 3! Hast du vielleicht Luke 3 gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Du hast ihn nicht gesehen? Meine Güte, er wird doch nicht. Tiefe Reue. Nachdem er ins Labor eingedrungen ist, ist plötzlich, zack, etwas rausgekommen. Zuerst dachte ich, du müsstest dringend aufs Klo. Hä? Meine Güte, ich vermute, er hat herausgefunden, wo das Gegengift ist. Da wir keine Zeit zu verlieren hatten, konnte er nicht warten, bis du wieder da bist und ist allein reingegangen. Fühlt er sich etwa für mich verantwortlich? Nein, es ist nicht deine Schuld. Luke 3 trifft da aber auch keine Schuld. Eigentlich hat Harnack und der Netkonzern Schuld, da die Stadtzone solche Experimente durchgeführt haben. Mach dir jetzt keine Vorwürfe, dafür haben wir keine Zeit, verstanden? Denn Harnack ist schuld. Ja, ist so gut, jetzt muss nicht immer gegen Harnack schießen jetzt reicht's mal langsam. Ja, wir dürfen uns jetzt nicht entmutigen lassen. Wie dem auch sei, geh bitte ins Labor und hol Luke 3 wieder raus. Schnell, bevor Harnack was passiert.
Nein, Harnack passiert nichts, der ist ja bei mir. Finde Befreiungstaktik für Luke 3 in Gemeine Brut. Geh bitte zum Forschungslabor, wir müssen Luke 3 finden. Alles klar. Wo ist jetzt dieser Harnack schon wieder? Das kann doch nicht sein. Was macht der hier für Unruhe, dieser Harnack? Okay, warte mal. Die nimmst du bei der Yomi-Quest an? Mäuse! Nimmst du die an? Ja. Okay. Ich hänge da eine Bitte an dich. Gestern Nacht war ich allein im Lager, um ein paar Sachen zu sortieren. Dann habe ich plötzlich ein Rascheln gehört. Zuerst dachte ich, vielleicht ein Dieb oder ein Geist. Deswegen habe ich mich mit einer Waffe versteckt. Vor einem Geist. Nice. Doch dann kam wie aus dem Nichts eine riesige Ratte an, die Richtung Shelter lief. Was habe ich mich erschreckt? Warum ich dir das erzähle? Naja, ja, dass wir wieder deine Drecksarbeit machen, finde ich mir schon klar. Naja, die Ratte hat etwas Leuchtendes auf dem Rücken und, naja, es sah aus wie ein Edelstein. Komisch halt. Warum sollten Ratten sowas auf dem Rücken tragen? Deswegen will ich, dass du die Ratten fängst und mir das Zeug bringst. Ja, war klar, dass mir... Zero, ich bin frei ganz ehrlich dafür. Und jetzt kein Disrespect. Mir gefällt das Spiel. Ja? Mir gefällt das Spiel wirklich. Aber mir gehen langsam die Games auf den Sack, wo du einfach nur den NPCs, diesen faulen Mischschwein, einfach nur ihren Scheiß hinterherräumen musst. Du kannst nicht dein eigenes Abenteuer erleben gehen. Nein, du musst einfach nur denen ihren Scheiß die ganze Zeit hinterherräumen. Das gibt's doch nicht. Mann! So. Der Oden. Oden. Ach, das ist ein Ossi. Ach ja, stimmt, das war ja so. Na, da bist du ja. Hast du schon gehört, was in Shelter des Netkonzerns geschehen ist, hä? Geschehen, ja, keine Ahnung. Natürlich. Hoppala. Jetzt so ein Schwäbisch-Ossi-Scheiß vermischt alle. Weil ja auch alle Ossis so reden. Natürlich. Du warst bestimmt schon vor Ort. Gut. Na, dann musst du nicht so weit ausholen, ne, wahr? Denn Forscher im Shelter sind schlimme Sachen passiert sind da, Jung. Es heißt nämlich, hör genau zu, mein Junge, hör genau zu. Der Netkonzern, der hat ein Experiment gemacht, ne? Das, wo tödlich geendet ist für alle Teilnehmer, ne wahr? Er hatte mit dieser Substanz zu tun, ne wahr? Und unter den gegebenen Umständen, mein Junge, pass einfach auf dich auf, denn diese Leute kehren alles unter den Teppich, das sag ich dir. Und du könntest mir vielleicht auch da helfen und den Schlüpper langziehen, wenn du das möchtest. Das sei natürlich klar, helfen wir dir. Aber natürlich helfen wir dir, auf jeden Fall. Richtig gut, okay. Du musst vorsichtig sein. Der Netkonzern darf natürlich nichts davon wissen. Aber der Sternheim-Korps sollte lieber auch nichts erfahren, ne? Alles klar, gut, okay. Oh, wer ist denn hier? The Bams! Mach mal, lesen wir Bams noch oder willst du den in der nächsten Folge lesen? Ach, du kannst doch lesen, ich hab eh grad was zu tun. Was hast du schon wieder zu tun? Mein Inventar sortieren, ein paar Sachen abgeben. Nice. Meine Güte, was, aber ich auch für ein Pech hab, Alter. Also nichts läuft glatt. Diese verdammte Netkonzern, Mann. Ich soll Forschungsunterlagen aus dem Shelter besorgen? Doch dann hat mich die blöde Verteidigungsanlage angegriffen. Völlig aus dem Nichts, Alter. Sie haben mir direkt auf mein Brust geschossen, Mann. Hätte ich keine so schutzsichere Wäsche getragen, wäre einfach so gestorben, Mann. Sei ehrlich. Der Shelter, das ist so ein Nettgebäude-Konzern-Ding. Weißt du, was ich meine? Dann verstehe ich halt nicht, warum sie mit Kugeln auf Menschen schießen. Ist halt voll komisch, ne? Und vor allem direkt auf meine Brust, Alter, das ist halt wohl Frechheit hier. Ich will nie wieder einen Fuß in den Ort setzen. Aber ich habe einen Auftrag, den kann ich nicht sausen lassen. Kannst du, also vielleicht, ist ja ganz klar, vielleicht. Vielleicht kannst du hingehen, also Zero und ich, und bei dem System mal den Code ausschalten, Alter. Ja, und jetzt müssen wir in Kansas City mit Leonia sprechen, ja. Und natürlich Zero. Weil er keinen Bock hat, beballert zu werden, schickt er uns ins Beballerungsgebiet. Ist ja ganz klar. Ist ja ganz klar. Er kann nicht seinen Scheiß fertig machen. So, kann ich dir irgendwie helfen, sagt Leona.
zweckmäßig, Level 21. Okay. Nein! Ja! Was nun? Hä? Ja, ohne Scheiß, sie sagt erst nein und dann sagt sie ja. Lul. Das ist unmöglich. Ja, das frage ich mich gerade auch, wie das möglich ist. Der Unterschlupf wird von führenden Mitgliedern verwaltet. Um Änderungen im Inneren des Unterschlupfs vorzunehmen, muss ein Befehl für ein führendes Mitglied erfolgen. Der Harnack zum Beispiel, der hat dem BAMS, hat einen Befehl erteilt, Material aus dem Inneren des Unterschlupfs zu holen. Also, hol nie Material ohne Befehl, hörst du mich? Denn der BAMS, der nimmt die Dinge viel dauer zu leicht auf die leichte Schulter, wenn du weißt, was ich meine. Der war schon immer so. Früher, in einem Dreier-Battle, Alter, da haben wir uns noch richtig gebattelt. Das sagt er, dass seine Technik, dass er eine Technik gelernt hat, mit der er mit nur einem Schlag siegen könnte. Jedenfalls darf innerhalb des Unterschlupfs nichts verändert werden, auch in Zukunft nicht. Verstehst du das? Ja, ist klar. Okay, habe ich verstanden. Gut. Und guck mal, die zwei stehen vielleicht 10 Meter auseinander, können aber diese Unterhaltung nur über uns zwei Idioten führen, wo dann zwischen den zwei wie Brieftauben hin und her flattern. Jo. Aber ist das wirklich unmöglich? Ja, aber was? Ich mach es nur, ich mach es halt einfach. Dabei ist diese Frau doch diejenige, die steif ist wie ein 100-jähriger Baum. Steif. Kein Wunder, dass sie bisher ohne einen Verehrer in diesem gewissenlosen Konzern arbeitet. Weil steif. Okay, ich hab's verstanden. Ist zu schwer zu überleben, wirklich. Okay, gut. Schön, dass wir das jetzt geklärt haben. Oh, hey, unser Mülleimermann hat wieder eine Queste. Ja. Aber jetzt haben wir 27 Minuten. Das heißt, meine lieben Freunde, wenn ihr Bock habt, ich gehe mal nochmal hier kurz auf G, solltest du vielleicht auch machen. Hier, das ist unsere Gilde Wailing. Wenn ihr Bock habt, Leute, da gibt es noch viel zu euren Herzbrillen. Einfach reinkommen, Kuss, Grüße gehen raus, Simo. Wir sehen uns nächste Woche in Soulburger wieder. Macht's gut, haut rein und bis dann. Ich bin Zero.